Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Ich bin heute wieder Teil einer YouTube-Kooperation, nämlich der Osterkooperation 2017, organisiert von Chaos Kitchen 51. Super tolle YouTuber sind wieder dabei und die ganze Woche geht es ums Thema Ostern, habt ihr euch fast gedacht. Montag geht's los mit den Vorspeisen und dann geht's dann über in die Hauptspeisen, Nachspeisen und am Schluss kommen noch Kaffee und Tee. Das heißt also, die Woche ist so geordnet nach der Menüfolge im Ostermenü. Bei mir gibt's heute eine tolle Torte und zwar eigentlich geht's hier nicht so sehr um das Rezept der Torte. Die Zubereitung findet ihr bereits bei mir auf dem Blog. Ich verlinke euch alles, alle Teilnehmer und auch die Rezepte, die ihr für die Torte benötigt. Unten in der Infobox und auch auf dem Blog werde ich sie nochmal für euch aufschreiben. Es geht mehr darum, wie man die Torte dann verziert, dass sie wirklich wunderschön österlich aussieht. Und ihr werdet sehen, es ist gar nicht so schwer. Und ich hoffe, ihr werdet Lust bekommen, die Torte einmal nachzumachen. Wenn ihr Fragen dazu haben solltet, schreibt sie mir einfach in die Kommentare. Ich beantworte jede Frage sehr, sehr gerne. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Ja, wie ihr hier seht, hier sind die verschiedenen Farben vorbereitet. Und damit werde ich jetzt die Blüten spritzen. Dazu habe ich mir auch noch einen Spritzbeutel hergerichtet. Natürlich alle mit Adaptern. Das ist ganz günstig, dann kann man einfach wechseln. Blütennagel nicht vergessen. Ja, und das war es eigentlich schon. Natürlich dürfen auch diese Papierchen nicht fehlen. Die könnt ihr euch aus Backpapier einfach zurechtschneiden. Die sollten so etwa 2x2 oder 4x4 sein, je nachdem, wie groß ihr die Blüten spritzen wollt. Das sind so die wichtigsten Dinge. Die Torte ist schon vorbereitet und jetzt kann es auch schon losgehen mit den ersten Frühlingsblümchen. Wie ihr seht, habe ich mir die Buttercreme in so Frischhaltefolie eingerollt. Das hat den Vorteil, dass ich sie einfach jetzt hier in den Beutel hineinsetzen kann. Also ich schneide hier vorne das noch ab. Und dann setze ich den Frischhaltebeutel einfach in den Beutel rein. Ich benutze jetzt für die Narzissen, die ich spritzen will, zuerst die Tülle 104. Ihr könnt sie auch noch kleiner spritzen, dann nehmt ihr die 103. Ich nehme das hellere Gelb für außen, für die äußeren Blätter und das dunklere Gelb für den Kelch in der Mitte. Und ich gebe mir etwas von der Buttercreme auf den Nagel, klebe das Papier drauf. Die Tülle setze ich jetzt an mit dem dickeren Ende nach unten, also zur Blumennagelmitte. Und spritze mir jetzt 6 Blütenblätter. Und der Einfachheit halber spritze ich jetzt mal die Mitte in derselben Farbe. Dazu wieder das dicke Ende nach unten zeigen lassen. Und jetzt einen Kelch spritzen. Dabei einfach den Blumennagel schön drehen. Den Spritzbeutel so in die Hand nehmen, dass er gut und angenehm in der Hand sitzt. Und jetzt 6 Blütenblätter aufspritzen. Aufsetzen und den Blumennagel einfach drehen. Abziehen und auf das Brettchen setzen. Jetzt kommt nochmal die Variante mit dem in der Mitte so einem Stamen, 6 Blütenblätter. Für die Mitte der Narzisse nehme ich jetzt die Städter 03, also eine Lochtülle. Die setze ich mir jetzt gerade auf. Schraube die fest. Ich spritze jetzt eine noch in einer etwas anderen Technik. Man sieht hier, diese sind mit etwas größeren Blättern gespritzt. Und das funktioniert folgendermaßen. Zieht ihr das Ganze so ein bisschen mehr raus und wieder geht wieder rein. Eigentlich eher wie ein Blatt. Und das Ganze dann 6-mal. Dann noch natürlich die Stamen. Und fertig. Die fertigen Narzissen kommen natürlich jetzt erstmal in die Kühlung, damit ich sie dann später ohne Probleme auf die Torte setzen kann. Für rein weiße Frühlingsblüten benötigt ihr die Tülle Nummer 103. Ihr spritzt euch 6 oder 4 Blätter, eher kleinere Blütenblätter. Also wirklich ganz einfach, das dicke Ende wieder zum Nagel hin, zur Nagelmitte hin und
ein bisschen Druck geben. Nach außen führen, mit dem Druck nachlassen und nach innen führen. Das Ganze jetzt 6-mal. Und die Mitte spritzen. Und fertig. Für ein Stiefmütterchen spritzt ihr euch erst das untere Blatt des Stiefmütterchens. Das ist ein bisschen geriffelt. Dickes Ende wie immer zur Mitte hin. Ein bisschen hin und her. Ziehen die Tülle. Das ist das untere Blatt. Jetzt kommen die oberen Blätter dran. Mit Gelb. Da könnt ihr verschiedene Farben benutzen natürlich. Da spritzt ihr jetzt 2 größere Blätter dran oben. Das sind die unteren, 2 Stück. Und hier drauf kommen jetzt nochmal 2 kleinere. Und fertig ist euer Blümchen. Ja, hier sieht man nochmal die ganze Variation der Blüten, die ich hier gespritzt habe. Ich zeige nochmal das Stiefmütterchen. Dazu nimmt man sich die Tülle 103. Oder 104, ist eigentlich egal, es kommt auf die Größe an, die ihr haben wollt. Spritzt ihr euch dieses etwas geruffelte Blatt, das unten am Stiefmütterchen hängt. Dann kommen die wiederum mit einer Rosentülle 104 oder 103, die großen Blätter oben dran. 2 Stück. Und dann hat es eben nicht nur 2 Blätter, sondern eben 4, und die werden noch oben drauf gespritzt. Und die sind dann etwas kleiner. Genau. Für Gänseblümchen nehmt ihr euch auch die Tülle 103. So, und dann einfach einen Kreis von Blütenblättern hier spritzen. Natürlich die Mitte fehlt jetzt noch. Dazu braucht ihr wieder Gelb und eine Lochtülle. Und dann spritzt ihr euch so kleine Pöpperchen in die Mitte. Und fertig ist das wunderhübsche Gänseblümchen. Für die englische Rose nimmt man sich wieder ein etwas größeres Papier und spritzt mit der Tülle 61 dickes Ende nach unten. Erstmal die Blütenmitte. Und dann wieder mit der 61 die Blütenblätter. Und fertig. Ich mache jetzt noch ein paar rosa Stiefmütterchen, und zwar mit meinem ganz, ganz hellen Rosa. Schön ist auch so ein Two-Tone-Effekt. Wenn ihr den erzielen wollt, müsst ihr halt 2 Farben in den Spritzbeutel ziehen. Also wie gesagt, ein großes oder 2 große Blätter vielmehr. Dann das Blatt, was unten so ein bisschen gezackt ist beim Stiefmütterchen.
und dann die zwei kleinen Blätter oben drauf. Dann mache ich noch ein paar rosa Primeln. Dafür braucht man 5 herzförmige Blätter. Und in der Mitte muss natürlich noch der gelbe Punkt nicht vergessen. Aber ich lasse sie erstmal trocknen. Man kann sie auch doppellagig spritzen. Jetzt noch eine zweite Lage oben drüber. So, jetzt kann es losgehen. Die größten kommen hier hin. Spritze ich mal ganz bis drunter. Jetzt kommen die Rosen dran. Habe ich mich entschieden, nur die weißen Rosen zu verwenden. Die finde ich schöner. Die Gänseblümchen natürlich. Die sind jetzt sehr delikat. Die brechen leicht. Vorsicht. Mit einer Blatthülle. Das ist jetzt hier bei mir die 68. Spritze ich jetzt noch ein paar Blätter unten drunter, damit ich noch ein paar Blüten draufsetzen kann. Inzwischen ist es dunkel geworden. Ich hoffe, ihr seht noch gut genug. Ich spritze jetzt noch so ein paar Knospen hier drauf. Das heißt, ich spritze mir einfach kleine Boppel. Und da spritze ich dann gleich noch weiße Punkte oben drauf. Das sieht dann aus wie Knospen. Jetzt nehme ich mir das weiße Icing mit einer Lochtülle Nummer 3. Bei den Stiefmütterchen habe ich mir jetzt mit der Nummer 59 diese kleinen Augen gespritzt mit Blau. Da könnt ihr auch Schwarz nehmen. Einfach nur gerade aufsetzen und spritzen. Die können jetzt noch aufgesetzt werden und dann ist die Torte auch schon fertig. Unten an der Torte spritze ich jetzt noch einfach einen Rand, einen grünen Rand mit einer Blatthülle 352. Mache ich jetzt noch ein paar Blättchen in hellerem Grün. Seitlich habe ich jetzt noch meine Stiefmütterchen gesetzt, mache noch ein paar Blättchen hin. Ja,
das war es auch schon mit meinem Törtchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Lust bekommen, in die Küche zu springen und selber auszuprobieren, wie es geht. Morgen gibt es etwas Tolles bei Baking Love, und zwar zum Kaffee und Tee. Schaut also unbedingt auch noch den Rest der Woche bei den Teilnehmern vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht euer Like, das ist ganz wichtig. Abonniert den Kanal für weitere Videos, dann kriegt ihr auch immer die Benachrichtigungen. Die Glocke drücken, nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch schon mal frohe Ostern und alles Liebe. Tschüss!